Planeten. Als Planet bezeichnet man einen Himmelskörper, der um eine Sonne kreist. Es gibt insbesondere die Planeten, die um unsere Sonne kreisen, aber es gibt auch Planeten, die um benachbarte Gestirne kreisen. Es gibt in diesem Sonnensystem, wird heutzutage von 8 Planeten gesprochen. Es gibt die 4 sogenannten erdähnlichen Planeten und es gibt die 4 Gasplaneten. Die erdähnlichen Planeten sind Merkur, Venus, Erde und Mars. Und die haben auch eine gewisse Größe. Man könnte sagen, sie sind auch in etwa so groß wie die Erde, mindestens im Verhältnis zu sonstigen Größenverhältnissen. Zum Beispiel der Merkur, der innerste Planet um die Sonne, hat einen Radius, der ein Drittel von der Erde ist. Venus, Erde haben den gleichen Radius und der Mars hat etwa den halben Radius der Erde. Dagegen die sogenannten Gasplaneten Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun sind sehr viel größer. Der Jupiter hat einen 11-fachen Radius, der Saturn immer noch einen 9-fachen Radius und Uranus und Neptun haben jeweils etwa die 4-fache Größe der Erde. Früher hatte man auch noch den Pluto als Planeten gezählt, aber heute sagt man, der Pluto ist zu klein, um als Planet zu zählen. Es gibt auch Meteoroiden, die um die Sonne herumkreisen und es gibt noch eine Reihe von anderen Himmelskörpern. Aber eben, das sind die 8 Planeten, von denen man heute spricht. Im Altertum kannte man 6 Planeten, nämlich Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter und Saturn. Und so gab es die 5 Planeten und man sprach von den 7 Himmelskörpern, nämlich die 5 Planeten außerhalb der Erde plus Mond und Sonne. Und so spricht man auch von den 7 Himmelskörpern der klassischen Astrologie. In der indischen Astrologie, im Jyotish, haben all diese Planeten eine besondere Bedeutung. Und dann wurde auch noch von Rahu und Ketu gesprochen, der aufsteigende und absteigende Mondknoten, die bis heute als eigenständige Himmelsgestirne angesehen werden und für die Deutung eines Horoskops mit berücksichtigt werden. In der modernen westlichen Astrologie wird auch Uranus, Neptun und Pluto berücksichtigt.